Hexenhammer. Das umfassende Handbuch zur Hexenverfolgung aus dem 15. Jahrhundert. Haeresis Maxima est opera maleficarum non credere. Deutsche Übersetzung. Es ist eine sehr große Häresie, nicht an das Wirken von Hexen zu glauben. Der Hexenhammer, bekannt auch als Maleus Maleficarum, wurde 1487 von zwei deutschen Dominikanermönchen, Heinrich Institoris, auch bekannt als Heinrich Kramer, und Jakob Sprenger, verfasst. Institoris war ein Inquisitor, der bereits an Hexenverfolgungen beteiligt war. Und der Hexenhammer wurde mit dem Ziel geschrieben, die Verfolgung von Hexen zu legitimieren und zu systematisieren. Der Hexenhammer ist in drei Teile unterteilt. Das Werk ist so aufgebaut, dass sogar ein einfacher Diener der Kirche es als Anleitung zu Verfolgung und Festnahme einer Hexe zu Hilfe nehmen kann. Eine passende Vollstreckung inbegriffen. Erster Teil bietet theologische Rechtfertigungen für die Existenz von Hexen und ihre Verfolgung. Er diskutiert die Natur von Hexen, ihren angeblichen Pakt mit dem Teufel und die Gründe, warum Frauen als besonders anfällig für Hexerei angesehen werden. Zum ersten Teil muss man auch sagen, es wurde auch als Rechtfertigung genutzt. Da es in der Kirche eine Sünde ist, einen Menschen zu töten. Doch jetzt könnte man sagen, dass eine Hexe kein Mensch ist und damit als vogelfrei gesehen wird. Zweiter Teil. Präsentiert eine detaillierte Anleitung zur Entlarvung von Hexen, einschließlich Methoden der Folter- und Verhörtechniken. Es enthält auch detaillierte Anweisungen für die Durchführung von Hexenprozessen. Wie bereits angesprochene Teil 2 ist sehr detailreich, was Folter- und Verhörtechniken angeht. Aus dem Anlass sage ich nur, dass die Methoden nicht nur physischer Natur hatten, sondern auch eine psychische. Der Hexenhammer schlug eine Reihe von Methoden zur Identifizierung von Hexen vor, die hauptsächlich auf Aberglauben und Angst beruhten. In diesem berüchtigten Handbuch wurden körperliche und verhaltensbezogene Anzeichen vorgeschlagen, auf die man achten sollte, etwa ungewöhnliche Schönheit oder Hässlichkeit, ein einsamer Lebensstil und das Vorhandensein ungewöhnlicher Markierungen am Körper. Dritter Teil behandelt die Rolle der Inquisitoren in der Hexenverfolgung und bietet Ratschläge für Richter, wie sie mit Hexenprozessen umgehen sollen. Das Buch trug maßgeblich zur Verbreitung von Hexenverfolgungen in Europa bei. Maleus Maleficarum, in Latein verfasst und von den damaligen Inquisitoren weit verbreitet wurde, gab der allgemeinen Bevölkerung Einblick in die dunkle und mysteriöse Welt der Hexerei. Alle Inquisitoren hatten die Unterstützung des Papstes, was ihnen ermöglichte, ihre Ansichten über Hexerei und Dämonologie zu verbreiten. Ihre Schriften beeinflussten die öffentliche Meinung und führten zu einer Welle der Hexenverfolgung. Der Hexenhammer beruht auf der theologischen Überzeugung, dass Hexerei eine Bedrohung für die Kirche und die Gesellschaft darstellt. Er zitiert zahlreiche biblische Passagen, um die Existenz von Hexen und die Notwendigkeit ihrer Verfolgung zu rechtfertigen. Die katholische Kirche spielte eine entscheidende Rolle bei der Veröffentlichung des Hexenhammer. Trotz einiger Widerstände aus der Kirche wurde das Buch schließlich mit päpstlicher Billigung veröffentlicht. Die Kirche nutzte es als Instrument zur Kontrolle und Unterdrückung von als heretisch angesehenen Praktiken und Glaubensrichtungen. Die Rolle des Hexenhammer bei der Verbreitung der Hexenverfolgungen in Europa kann nicht unterschätzt werden. Es stellte die Grundlage für die Anklage und Verurteilung von Tausenden von Menschen, hauptsächlich Frauen. Das Buch verbreitete Angst und Misstrauen und legitimierte die brutalen Praktiken der Inquisition. Das Geschlecht spielte im Hexenhammer natürlich eine bedeutende Rolle, wobei Frauen überwiegend als Hexen ins Visier genommen wurden. Die Autoren Kramer und Sprenger argumentierten, dass Frauen aufgrund ihrer angeblich schwächeren Konstitution und ihrer angeborenen Bosheit anfälliger für dämonischen Einfluss seien. Diese Perspektive trug zur weit verbreiteten Verfolgung von Frauen und verfestigte ein geschlechtsspezifisches Stereotyps, das über Jahrhunderte hinweg bestehen blieb.
Es gibt über 400 gut dokumentierte Berichte über die Prozesse und Hinrichtungen von Hexen. Dabei war das Konzept im Buch so ausgelegt, dass sie nicht mal eine Hexe sein müssten, um euch für eine Hexe zu halten und anschließend hinzurichten. Besonderheiten und sozialen Rahmenbedingungen entsprachen auch die Zielgruppen, die der Hexenverfolgung zum Opfer fielen. In den größten Städten waren es eher unterprivilegierte Witwen, Bettlerinnen und Vaganten. Aber nicht nur Frauen galten damals als Hexen. Einer der bekannten Wissenschaftler damaliger Zeit war Giordano Bruno. Er zog fundamentale Glaubenssätze der katholischen Kirche in Zweifel und wurde deswegen auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Alles in allem wurden mindestens 9 Millionen Frauen verbrannt. Es gibt sogar Schätzungen von 30 Millionen. In Europa brannten die Scheiterhaufen etwa 400 Jahre lang. Die vom Hexenhammer diktierten Strafen für Hexerei waren hart und unmenschlich. Die Verbrennung auf dem Scheiterhaufen war die häufigste Form der Hinrichtung, da man glaubte, dass Feuer die Seele von ihrer dämonischen Besessenheit reinige. Andere Formen der Bestrafung waren Erhängen, Ertränken und Enthaupten, alles auf möglichst öffentliche und demütigende Weise. Die Kritik am Hexenhammer ist heute weit verbreitet und stützt sich auf zahlreiche Gründe. Viele Gelehrte betrachten das Buch als ein Produkt seiner Zeit, das von irrationalen Ängsten und Misogynie geprägt ist. Sie argumentieren, dass es zur Förderung der Hexenverfolgungen beitrug, indem es falsche Informationen und gefährliche Stereotypen verbreitete. Trotz des dunklen Erbes des Hexenhammers bleibt der Glaube an Hexen in der modernen Gesellschaft bestehen. Obwohl die meisten Menschen nicht mehr an übernatürliche Kräfte glauben, bleibt die Faszination für das Okkulte und das Übernatürliche bestehen. Das Buch hat einen tiefgreifenden Einfluss auf unsere Vorstellungen von Hexen und Zauberei.